Hallo Leute, schaut euch mal meine Werkstatt an, wie leer sie ist. Jede Menge Platz. Das liegt daran, dass ich ein Riesenprojekt, das Ding ist 6 Meter lang gewesen, das Projekt habe ich am Donnerstag ausgeliefert, weswegen ich für das heutige Video kein richtiges Projektvideo habe, deswegen habe ich mir was anderes überlegt. In diesem Video werde ich euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen und euch so ein bisschen was zeigen. Wir werden mich gleich noch in meine allererste Werkstatt fahren und da werde ich euch mal zeigen, wie das dort so im Moment aussieht. Aber als erstes zeige ich euch mal, was ich vor ein paar Wochen gekauft habe, damit wir dieses Projekt hier bauen können. Und zwar geht es um das Thema Holzlagerung. Also das Holz liegt draußen, dass ich ein Aufmaß machen kann. Um dann ein entsprechendes Hintergestell zu bauen für hier diese Kragarmregale. Das war übrigens mein altes Holzlager. Viel zu klein. Ich habe mich jetzt mittlerweile so ein bisschen hier in der Werkstatt eingelebt. Ich will wieder so ein paar Dinge optimieren. Das sind auch mal so ein paar Infos für euch, was ich vorhab. Und zwar will ich hier einen richtig großen Seitenschrank hinbauen, damit ich nämlich einen großen Schrank aus meiner Werkstatt verbannen kann, weil der hat sehr viel Standfläche. Und zwar ist das mein Apothekerschrank. Dieses Teil hier. Das soll raus. Damit ich halt eben dort den Langbandschleifer hinstellen kann, denn ich möchte die Schreinerei so ein bisschen auf die restlichen 200 Quadratmeter hier erweitern. Das ist immer so mein letzter Gang, hier die Türe zu, einmal noch alles prüfen, ob der Strom aus ist, ob die Lichter aus sind, ob die Fenster zu sind, Brötchen nicht vergessen, noch im Drechselkurs ab und zu Brötchen über. Alarmanlage an, dann können wir gleich losfahren. Alter, ist das so warm? Knacke ich hab wie Stahl, Karin kriegen alle Rufen. Nö, hier der Hemd. Ja, wahrscheinlich hat neue Schlitter durch. Oh, der Strom an. Der Strom ist an. Weißt du noch, als ich im Schuppe gedrechselt habe? Das war ganz an der Anfänge, oder? Das war ganz am Anfang. Das war ganz schlimm, oder? Du meldest jetzt mit der Klee in Rot. Ja, ja. Sieht da alles ein bisschen anders aus. Momentan ist halt hier ein bisschen Unordnung. Weil ich momentan keine Zeit habe, irgendwas zu machen. Oh, da hat der Drechselbank gestanden. Die erste rote Drechselbank hat hier an der Wand gestanden. Hier. Ja. Da hat die gestanden. Da hat die Werkbank gestanden. Hier. Du lieber Lehe. Am Anfang hat sie hier gestanden. Vater, erzähl doch mal hier offen mit Regale, was da mal passiert ist. Das Regal hat so runtergehauen. Na? Ich habe hier irgendwas gemacht. Hier. Und bin hier mit dem Kopf volles Rohr hoch und bin dann da in die Ecke drin. Und da hatte ich da auch eine Schnatze im Kopf gehabt. Da habe ich ein bisschen ins Krankenhaus, da habe ich ein bisschen genäht gehen. Zeig mir noch, was drin geblieben ist, als ich hier raus bin. Was noch drin geblieben ist? Ja, das Regal sehe ich zum Beispiel. Ja, die Regale waren ja alle gar. Ja. Das ist ja alles drin geblieben. Das ist ja nicht rausgeholgen. So, was ist noch drin geblieben? Die Lampe, ganz klar. Ne? Ah, guck mal, das Regal, wie geil runterscannen ist. Ja, das hat halt eben durch die Schraube gegeben. Gibt das alles, ist zu schwer halt. Was ist das für ein Motorrad? Das ist ein Aldi Kawasaki KL250, Baujahr 81. Ah, ich meine aber die Originale, wo du umbaust. Die doch, die ist doch. Wer hinter, die hier? Ja, die ist von der Hells Angels. Die war in der Zeitung gewählt, die hat nicht graf. Und der Typ hat mal erzählt gehabt, dass das Ding noch in der Sargelee hat. Und das war so das Motorrad, wo, sag ich mal, wo die Hells Angels immer mit Brotkarfe kommen oder was auch immer, was sie mit dem Ding da gemacht haben. Wie hat der von der Hells Angels mir damals gesagt, wir haben den, der wo sie geklaut hat, vor der Polizei gefunden. Also, ich schätze mal, dem hat es da nicht mehr so gut gegangen. Warum hast du einen Sturm aus deinem Schuppe hier gebaut? Eigentlich habe ich deine Schuppe hier gebaut gehabt. Das hat angefangen mit der Wand. Nee, eigentlich hat das alles anders da angefangen. Erst waren nur so Zaunelemente gewesen, für das hier Ganze ein bisschen abzugrenzen. Weil das erste, was gebaut worden ist, war das Baumhaus. Und das sind hier die Stütze von dem Baumhaus. Da oben drüber ist das Baumhaus. Dann sind halt eben dort Spezialisten hingezogen, da haben wir dort halt eben den Holzzaun hingemacht, damit da halt eben zu ist. So. Und nachdem dann noch bessere Spezialisten hingezogen sind und der Philipp eigentlich, du eigentlich eine Werkstatt gebraucht, haben wir gesagt, so, jetzt holen wir den Holzzaun weg, du den Holzzaun so lange weg machen und du dann aus dem ganzen Ding halt eben zuschlagen und mache dort halt eben Werkstatt raus. Erst war nur die Wand, dann war nur die Ecke, dann war nur der Ecke und dann haben wir irgendwann vorne zugemacht. So. Und das ganze Ding hat eben gewachsen. Wäre ich noch schon eine Zeit lang hier drin gestanden, als die Werkbank hier gestanden hat und hier war noch alles offen. Da war noch alles aufgewinnt, da hat nur die Werkbank gestanden. Ja, da war die Ecke da noch offen, haben wir nicht gewusst, wie man es machen. Warum hast du das eigentlich gemacht? Das hat dir eigentlich auch Flur gekostet. Sagen wir so, Werkstatt, ich muss das jetzt nicht. Das habe ich gemacht, extra nur für dich, dass du dich verwirklichen kannst. Deswegen. Warum hat man das gemacht? Das macht man nur für seine Kinder. Ne? Ja, sie. Fertig.
Und jetzt aber ist hier Vorteil für mich ist jetzt hier, ich habe jetzt eine top eingerichtete Werkstatt und kann hier an diesem Motorrad rumschrauben, was ich halt eben von größemäßig dort durchkriegen. Ich habe da hinten die Bandsäge stehen gelassen. Ja, die habe ich gekriegt von dir, genau. So, was mache ich mit der? Ich tue mit der eigentlich nur Feuerholz schneiden. Weil ich bin ja so viel mit Holz, mache ich ja im Grunde nichts mehr da mit Metall. Aber wie gesagt, mit der schneide ich mir immer mal Feuerholz, dass ich immer halt eben gut grillen kann, damit man immer gut Material hat. Ja. Zeig mal die Standbohrmaschine. Die ist auch von Philipp, die ist auch, danke schön Philipp, die hat mir schon treue Dienste, hat die mir schon gemacht. Sehr treue Dienste, die tut einfach genau bohren, mit der kann ich super schaffen. Und wie gesagt, das ist halt eben Werkzeug, wo ich wirklich sehr dankbar davor bin, weil man das auch oft gebrauchen kann. Ne? Und hier sieht man noch die Fundamente. Wenn du da mal drauf filmst, die Fundamente von deiner allerersten großen Drechselbank. Das war so ein brutales Teil gewesen, die ist noch mit dem Leatherriemen angetrieben gewesen. Das war natürlich schon heavy gewesen. Und da hat die drauf gestanden, auf den Betonfundamente, weil die war richtig massiv. Der Motor hat irgendwie hier an der Wand gehangen und wenn der Philipp das Ding eingeschaltet hat, hat der ganze Bau Radau gemacht. Ne? Wie Resonanzkörper, es war laut wie Sau und es hat alles hat vibriert und alles war einfach scheiße auf gut Deutsch. Ne? Ja, das muss man so sagen. Ist ah? Egal doch, was ich jetzt gerade sehe. Ja, das ist gut, das hängt seitdem doch, seitdem du das gemacht hast. Hast du gewusst, dass du die rausziehen kannst? Ja, ja. Ja, jetzt würde ich das mal vorführen. Funktioniert mal rausziehen, noch? Funktioniert noch und mal ganz, ganz raus. Oder? Ja. Oh, das ist aber artig mittlerweile schief hier. Ne? Sollen wir noch immer kurz rüber in die Schuppe? Können wir machen. Ich mache aber gerade schon alles aus und zu, weil da gehen wir nicht mehr drin, da sind wir nämlich hier fertig. Ne? So, und das ist der berühmte Schuppe Nummer 3. Hier extra mit kleiner Stellfläche. Die haben wir dann gesitzt, da haben wir dann mit dem geilen Ofen, haben wir dann hier acht an Stelle, weil es mal die Wirtschaft gebraucht. Ne? Kann ich ja mal noch das Baumhaus filmen, was halt eben momentan immer noch Lager von Philipp ist. Ne? Ist immer noch Zeug drin, ne? Immer noch volles Rohr. Ja, das ist über 15 Jahre mittlerweile alt. Und das Zeug hier, das ist halt eben alles, jo, was sich alles so ansammelt im Laufe der Zeit. Weil wir haben ja nie Lampe drin gemacht, richtig, ne? Von der hinten Handy hänge, die kann ich drin von der Werkstatt aus schalten. Aber wie gesagt, ich brauche keine Lampe. Schon hier Finch da drin, das ist gut so. Im Dunkeln soll man eh nicht schaffen, weil alles, was du im Dunkeln machst, kannst du nur im Dunkeln und googeln. Ich muss ja sagen, ich fand es früher viel größer. Ja. Gerade als der Schuppe hier dazugekommen ist, aber mittlerweile. Ist alles ziemlich weh. Ja. Mal zumachen. Willst du das Video beenden? Ich weiß nicht, wie man das macht, wie man das Video beenden soll. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, ne, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick in die Örtlichkeit, wie es jetzt aussieht. Und weil, wenn ihr euch andere Videos von Philipp Abend gucken könnt, hat ihr geguckt, wie es vorher aussieht, wie er in der Werkstatt war. Alles klar, bis denn. Tschüssi. Tschüssi. Nicht veröffentlichen das doch. Na doch, sicher will ich das veröffentlichen. Ajo. Und jetzt noch immer das Emma filmen. Jetzt noch immer das Emma filmen. Ja.